Leute, morgen um 22 Uhr werden wir mit euch Silvester feiern. Und zwar in einem Livestream. Also schaut auf jeden Fall gerne mit dabei. Es wird auf jeden Fall wieder wild. Wir werden auf jeden Fall Johannes Wohnung nochmal zerstören. Morgen 22 Uhr, let's go. Das ist unser neues Familienmitglied. Das sieht so f***ing nice aus. Junge, wie riesig ist das? Leute, das hier wird der ehrenloseste Prank in der Geschichte von Hey Moritz Pranks. Denn Leute, es ist nicht genug Winter. Es ist nicht genug Schnee in Deutschland. Es ist alles doof. Deswegen haben wir uns eine riesige Schneemaschine gekauft. Oh mein Gott. Ja, das ganze Ding, wie teuer ist das nochmal? 6.000 oder so, wenn man es kauft? Also 6.000 Euro kostet die eigentlich, haben die jetzt zum Glück nur gemietet. Und wir werden die heute in Johannes Wohnung stellen. Oh mein Gott, das wird so schrecklich. Und so ein bisschen Schnee in der Wohnung machen. Außerdem geht dieser Schnee nicht weg. Wir testen das jetzt gleich erstmal. Guckt euch das mal an, Digga, wie riesig. Das ist meine Hand und das ist die Schneemaschine. Weißt du noch, in Isabels Video, ihre coole Schneemaschine. Das ist so ein Mini-Ding, die er hier mal kurz eingeblendet. Das ist eine Schneemaschine. Da. Isabel wohnt ja jetzt auch offiziell da. Das heißt, es ist auch ein Prank an Isabel. Isabel, deine Wohnung ist am Arsch. Das Monstrum kommt nach draußen. Okay, meine Freunde, testen. Okay, Freunde, wir testen mal die Nebenmaschine aus. Bestimmt gerade gar keine anderen Leute, die sich wundern werden, warum sie gleich schneiden. Es wird gleich sehr laut. Achtung. 3, 2. Movie laut. Was war das? Digga, die ganze Wohnung wird so voller Schnee. Oh mein Gott. Überall ist Schnee. Das gibt's ja gar nicht. Das wird ja alles komplett zerstört. What the f***? Alter, what the f***? Das. Okay, Leute, ich würde sagen, wir lassen uns aber trotzdem von unserem Plan nicht abhalten, sondern fangen jetzt an. Jeder normale Mensch würde jetzt sagen, okay, wir machen es doch lieber nicht, wir sind doch ein guter Freund. Aber wir nicht, Leute, wir fangen jetzt erst direkt an. So, meine Freunde, bringen wir das Baby mal zu Johannes. Okay, das Baby ist drin. Es wird so viel Schaden anrichten. Es ist doch so viel Schaden anrichten. Das Problem ist, Leute, wir haben keine Schlüssel für die Wohnung, weil Johannes uns so wenig vertraut. Deswegen müssen wir jetzt versuchen, irgendwie die Nachbarn einzuweihen, weil die kennen uns. Ah, hallo. Es ist einfach jemand random reingegangen. Ja! Die Nachbarn sind nicht da, ne? Die sind nicht da. Das heißt, der Typ, Digga, hat uns gerade unser Leben gerettet, der Typ, Digga. Jetzt geht die Operation Johannes Pikierung los. Boah, stinkt das in Johannes Wohnung, Digga. Erstmal würde ich sagen, Leute, mach erstmal einen anderen Prank, Digga. Johannes hasst es, wenn man dein Bett betritt. Oh mein Gott. Leute, guck mal, sein Adventskalender. Wir fressen den Adventskalender jetzt auf. Oh mein Gott, ich bin so, das ist nicht mehr gut. Die Raudis, Digga. Wir sind etwas abgelenkt, wir fangen jetzt an mit unserer richtigen Mission. Ja! Ich kann nicht mehr. Alter, das ist wirklich so im Arsch. Wirklich schön eingerichtet. Ja, noch. Noch ist es schön. Digga, wer macht sowas? Wer macht keine. Also Leute, wenn ihr jetzt noch kein Abo dagelassen habt, Leute, ich hab gesehen, über die Hälfte fahren ohne Fahrticket, Leute. Also, schafft euch endlich ein Fahrticket an und lasst ein Abo da, Leute. Und dann verpasst ihr auch nicht die andere kranke Scheiße, die ich sonst mache. So, meine Freunde, alles ist voller Maschine stehen hier, Digga. Es sieht so schlimm aus. Möchtest du gerade, was wir eigentlich gerade machen, Digga? Ja, und es ist völlig geisteskrank. Anderes Level von Dummheit. Es ist richtig, richtig dumm und deswegen machen wir es weiter. Es ist gerade noch der Moment, wo wir aufhören können. Sollen wir aufhören? Nein, auf gar keinen Fall. Er hat es verdient. So, dann würde ich sagen, füllen wir das Ganze mal auf, weil das ist jetzt unser Schnee. Oh. Der Verkäufer hat extra gesagt, bitte nicht wackeln, damit das nicht schäumt. Perfekt. Digga. Oh, es geht doch so. Oh nein. Wir haben noch nicht mal angefangen und ist alles schon kaputt. Er tut uns einfach nie irgendwas. Er ist übelst nett, so ein guter Freund. Und wir, Digga, was machen wir hier eigentlich? Okay, Freunde. Bereit für den ersten Test, Digga. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Okay, Versuch 2. Boah, eine Scheiße. Wir scheißen jetzt drauf. Egal was passiert, wir lassen die jetzt einfach an. Los geht's. Ja. Ha ha!
war so geil, das war ein Schneesturm. Oh, fucking shit, Digga. Die ganzen Fenster sind voll. Scheiße, die Wohnung ist komplett am Arsch. Was haben wir getan? Was haben wir getan? Was haben wir getan? Okay, das war natürlich jetzt nur ein kleiner Test. Jetzt müssen wir nur auf Johannes warten und dann geht's richtig los. Guten Morgen! Wie geht es dir? Sagen, bevor es jetzt hier richtig losgeht, ich habe eine kleine Überraschung für euch. Ich hatte genug Zeit. Danke auf jeden Fall, Samu, dass du die beiden schön abgelenkt hast. Diese komplette Meeting waren für nicht. Die Angst ist real. Die Angst ist real. So, Isabelle, würde ich sagen, legt eure Sachen erstmal ab. Macht ihr auch ganz entspannt. Alles gut. Ich hab euch was vorbereitet. Wenn jetzt nicht wieder irgendwas mit Wasser kommt, dann ich schlag Na, wie gefällt euch eure Wohnung? Wie gefällt euch eure Wohnung? Digga, was ist das? Das ist die größte Nebelmaschine der Welt. Alter, dein Sofa, Alter, alles dick. Hey, wie seid ihr? Von meinem Bruder, hast du Schiss von meinem Bruder? Wie gefällt dir deine Wohnung, Johannes, hä? Wie gefällt dir das denn alles? Digga, ich wollte... Wir haben voll viel zu tun und jetzt sowas, Digga. Digga, was? Wieso geht das weg? Ach, halt die Klappe, Johannes, Klappe, Alter. Das war schon das Krankeste, was ich hätte machen können. Hä? Digga. Nein! Ich würde sagen, es ist Zeit für eine Schneeschlacht. Hä, wie nice ist das? Das ist schon. Das ist so nice, aber wie geht's dir? Mir geht's gut. Deswegen, Leute, haben wir uns eine riesige Wintermaschine. Boah, ich muss sagen, jetzt Wir machen das nicht weg, wir gehen jetzt. Nein. Doch, wir gehen jetzt. Nein. Es bleibt verfilmt. Es bleibt für euch. Ihr habt doch jetzt ein bisschen Schnee. Ihr wolltet doch eh noch ein bisschen Winter haben. Ihr wolltet doch eh noch ein Video drehen damit, oder? Dann, ja, schön. Dann würde ich sagen, gehen wir, Keanu. Ja, das war's, Digga.